Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Deutschen Jagdblog. Ich bin der Gasti und in dem folgenden Video wollen wir mal auf das Thema Einschießen eingehen. Nicht einfach nur, wie justiere ich mein Zielfernrohr auf die Waffe, sondern ein erweitertes Einschießen. Wir werden darauf eingehen, wie schieße ich ein, wie justiere ich, was ist ein Bore-Sighting, wie mache ich einen Boxtest oder eine Überprüfung der Wiederholgenauigkeit meiner ASV, falls ihr eine habt. Mehr nach dem Intro. Ja, wie bereits angesprochen, wir wollen heute in diesem Video über das Einschießen sprechen. Ein bisschen Theorie gehört dazu und auf diese Theorie gehe ich jetzt mal ein. Ihr kriegt dann auch noch verschiedene Folien eingeblendet, auf denen ihr sehen könnt, worum es hier geht. So, und im nächsten Schritt, dann wollen wir mal ein bisschen ans Eingemachte gehen. Wir wollen über das Einschießen von Waffen sprechen. Es gibt verschiedenste Theorien, wie man eine Waffe einschießt. Wir wollen jetzt einfach mal auch hier die Begrifflichkeiten erklären, falls ihr damit konfrontiert wird, dass ihr das ja einordnen könnt. Es gibt die Einschießtechnik der halben Zielhöhe, beziehungsweise im amerikanischen oder im englischen Sprachgebrauch heißt es Battlefield Zero. Halbe Zielhöhe ist gleich die maximale Scheitelhöhe. Was meint man mit halber Zielhöhe? Im militärischen Bereich hat man andere Vorgaben von Trefferzonen. Im jagdlichen Bereich ergeben sich auch Trefferzonen meinem Reh meist von ungefähr 15 cm, das heißt 7,5 cm nach unten und nach oben. Würde bedeuten, ich schieße mit halber Zielhöhe ein, 7,5 cm hoch auf die Distanz X, um einen möglichst langen durchgehenden Visierbereich zu haben. Was ist jetzt die halbe Zielhöhe? Die halbe Zielhöhe seht ihr hier, der schwarze Strich, und der befindet sich nicht zwangsläufig auf 100 Meter. Das muss man sich errechnen für seine Waffen-Munitionskombination und kann dann entsprechend dem Maß der halben Zielhöhe einschießen. In Deutschland ist es häufig die 4 cm hoch auf 100 Meter und das ist das Einschießen nach GE. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen. Hier noch dargestellt für eine Musterberechnung. Erster Schnittpunkt mit der Visierlinie, das heißt die Kurzdistanz sind 25 Meter. Einschießen der halben Zielhöhe auf 170 Meter. Und dann kann man mit der halben Zielhöhe bis zu 260 Metern schießen. Das ist die Theorie, die dahinter steht, je nachdem, wie hoch man die halbe Zielhöhe wählt. Was ist die GE? Auch hier wieder, wir haben die Visierlinie, wir haben die ballistische Kurve des Geschosses, hier rot. Wenn ihr jetzt eine GE-Angabe auf einer Munitionspackung lest, dann ist das eine Entfernung. Und das sind jetzt hier beispielhaft die 210 Meter gezeigt. Wie ist die GE aber definiert? GE, günstige Einschießentfernung. In der Theorie ist es so, ich muss meine Munitionswaffenkombination auf diese Entfernung, die GE, Fleck einschießen, um einen möglichst langen, durchgehenden Visierbereich zu haben. Und das ist halt bei jeder Waffen-Munitionskombination unterschiedlich. Man muss dazu wissen, diese GE, die dann ermittelt wird und auf der Packungsbeilage steht, die wird im Labor ermittelt. Das heißt, das sind meistens die 60 cm Normläufe mit 6 cm Visiererhöhung, die dann unter Laborbedingungen geschossen werden. Da ergibt sich eine GE, das ist auch meist sehr nah an der wirklichen GE. Und ein zweiter Definitionspunkt ist, dass das Geschoss während dieser gesamten Flugbahn niemals mehr als 4 cm oberhalb der Visierlinie ist. Das ist die einzige Einschränkung. Nicht, es muss auf 100 Meter 4 cm hoch sein, sondern während der gesamten Flugzeit, während diesem gesamten Bereich, den ich jetzt hier einzeichne, ist das Geschoss niemals höher als 4 cm oberhalb der Visierlinie. Heißt, wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja, ich schieße auf GEE 4 cm hoch auf 100, dann ist das nicht korrekt.
Rein theoretisch müsstet ihr hingehen und eure GEE ist wie hier 210 Meter. Müsstet ihr das Ziel auf 210 Meter Entfernung hinstellen und Flak einschießen. Das wäre das korrekte Vorgehen. Schießt ihr auf 100 Meter 4 cm hoch ein, kommt es wahrscheinlich sehr nah an die GEE ran. Weil bei den meisten Laborierungen ist es so, dass die maximale Flugbahnerhöhung irgendwo zwischen 90 und 120 Meter ist. Heißt, schießt ihr bei 100 Meter auf 4 cm hoch ein, kommt das wahrscheinlich sehr nah ran. Aber wir wollen ja hier so ein bisschen nitty-gritty sein bei der Theorie und das wäre die korrekte Definition. Der durchgehende Visierbereich im amerikanischen bzw. englischen Sprachraum, die Point-Blank-Range. Point-Blank-Range auch oft das Kurzdistanzschießen, aber Point-Blank-Range ist eigentlich der durchgehende Visierbereich. Das heißt, die komplette Strecke, auf der ich mit einem Haltepunkt treffen kann. Wann kommt das Geschoss oder auf welcher Entfernung kommt das Geschoss in dem Bereich, wo ich sage, ich muss meinen Haltepunkt nicht verlagern? Ich habe hier eine Beispielrechnung gemacht. Auf 8 Meter ist es so, dass bei der Visiererhöhung von 5 cm der Abstand nur noch 4 cm ist, die ich nach unten Platz habe. Da fängt also die Point-Blank-Range oder der durchgehende Visierbereich rein. 8 Meter. Bis wohin geht er? Geht er bis zur GEE? Nein. Er geht darüber hinaus. Und wieso? Die GEE ist nur der Punkt, wo das Geschoss das zweite Mal die Visierlinie schneidet. Der durchgehende Visierbereich ist aber länger, weil ich kann ja noch bis 4 cm unterhalb der Visierlinie auch nach wie vor einen tödlichen Treffer in der letalen Zone setzen. Deswegen ist der durchgehende Visierbereich in diesem Rechenbeispiel hier bis 240 Meter. Das heißt, mein durchgehender Visierbereich oder die Point-Blank-Range, so wie ich sie jetzt hier eingezeichnet habe, wäre von 8 Meter bis 240 Meter. Viel graue Theorie. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben die halbe Zielhöhe oder das Battlefield Zero. Das heißt, hier wird eine Entfernung angegeben, auf die ich die Waffe mit der halben Zielhöhe einschießen muss. Ist meine halbe Zielhöhe oder die gesamte letale Trefferzone 8 cm, ist die halbe Zielhöhe 4 cm. Gibt mir ein Battlefield Zero von 170 Metern an. Das heißt, auf 170 Meter müsste ich dann die Waffe 4 cm hoch einschießen, um nach der Regel der halben Zielhöhe zu treffen. Die GEE ist die Entfernung, auf die ich die Waffe Flak einschießen muss, um einen möglichst langen durchgehenden Visierbereich zu haben, ohne dass das Geschoss jemals 4 cm oberhalb der Visierlinie ist. Das ist ein fester Punkt. Und der durchgehende Visierbereich bzw. die Point-Blank-Range, das ist eine Strecke, so wie ich sie hier eingezeichnet habe, die von 8 Meter bis 240 Meter geht. Und das zu verstehen, es sind unterschiedliche Punkte, unterschiedliche Angaben und das letzte dann, der durchgehende Visierbereich, ist eine Strecke. Das müsst ihr voneinander unterscheiden können. So, und wonach ihr jetzt einschießt, das ja, ist am Ende euch überlassen. Üblicherweise macht man es, dass man sagt, 4 cm hoch auf 100 Meter, um einen möglichst langen durchgehenden Visierbereich zu haben. Benutzt ihr, wie wir, jetzt eine Optik, die Verstelltürme hat, bringt das nichts, weil dann schieße ich sie auf 100 Meter Flak ein. Das heißt, ich schieße dahin, wohin ich ziele und mache dann über die Justage die Korrekturen und kompensiere den Geschossabfall. So, und wir sind jetzt hier auf dem Schießstand des Halsbecker Schützenvereins im Norden, quasi der Heimatschießstand von Andi. Den kennt ihr wahrscheinlich schon aus unserem Online-Kurs für die Wärmebildgeräte, beziehungsweise der Andi macht auch die Videos für Vinari Jagdtechnik. Ich werde es euch hier verlinken, beziehungsweise unten im Text. Was machen wir jetzt? Wir fangen ganz grundsätzlich, grundständig an mit dem Einschießen bzw. dem Justieren der Waffe. Dem Ganzen vorweg, eine Sache, womit ihr euch immer ein bisschen Stress nehmen könnt, dem Einschießen auf dem Schießstand ist in der Regel Vorzug zu geben als dem gegenüber dem Einschießen im Revier. Wieso? Wir haben hier Sicherheit, wir wissen, wo eine sichere Schussrichtung ist, wir haben einen Geschossfang, der gegeben ist und eine vordefinierte Entfernung. All das sind gute Rahmenbedingungen, um eine Waffe einzuschießen. In der Regel ist auch die Temperatur auf dem Schießstand
immer weitestgehend gleichbleibend. Grundsätzlich ist es so, es wird ja meistens eine richtige Wissenschaft aus dem Einschießen gemacht. Man sagt, ungefähr bei 15 Grad sollte eine Waffe eingeschossen werden. Wieso? Ja, pro 15 Grad Temperaturunterschied kann es dann zu deutlichen Treffpunktverlagerungen kommen. In Mitteleuropa 15 Grad, im Sommer 30 Grad, im Winter 0 Grad. Deswegen sagt man 15 Grad, dann hat man nach oben und unten immer einen leichten Puffer. 15 Grad, wann hat man das? Ja, meistens so im Frühjahr. Und das ist auch der Zeitpunkt, wo ihr drüber nachdenken solltet, die Waffe überprüfungszuschießen bzw. einzuschießen vor der beginnenden Jagdsaison. Nächster Punkt, wenn ihr einen geeigneten Schießstand habt, plant euch die Zeit. Seid ihr schneller beim Einschießen, braucht ihr nicht so lange. Macht es das erste Mal, wird es natürlich ein bisschen länger dauern. So als Daumenmaß würde ich mir eine Stunde Schießzeit einplanen. Das ist ganz einfach ja, so die Regel, weil immer so ein bisschen drumherum was ist oder es kommt was dazwischen. Eine Stunde ist eine gute Zeit und ihr plant euch am besten schon im Vorhinein euer Material. Das wäre der nächste Punkt. Was für Material braucht ihr? Zuallererst geeignete Einschießscheiben oder Anschussscheiben. Beim Deutschen Jagdblock habe ich welche veröffentlicht. Die sind maßhaltig. Das ist ein PDF-Dokument, was ihr euch herunterladen könnt und auf jedem Drucker so ausdruckt, dass eben das Ganze maßstabsgetreu ist. Was haben wir hier gemacht? Ja, wir haben letztendlich 1 cm Kästchen auf der Anschussscheibe abgetragen. Wieso 1 cm? Das sind meistens die Verstellschritte an der Optik. Also, Punkt 1, Anschussscheibe, nehmt euch ruhig 2-3 mit, damit könnt ihr auch eure Einschussergebnisse gut dokumentieren. Das nächste, die Waffe muss logischerweise, wenn ihr sie aus dem Schrank holt, entölt werden. Nehmt euch Reinigungsmaterial mit, und zwar das Reinigungsmaterial, was ihr für eure Waffe braucht. Wieso sage ich das so explizit? Kommt schon öfter mal vor, dass man dann Filzfropfen oder je nachdem, was man fürs Entölen benutzt, dabei hat, die entweder zu groß oder zu klein sind. Kontrolliert es zu Hause, erspart euch Stress auf dem Schießstand. Dann ein Tacker. Die meisten Schießstände sind nicht so schön wie hier mit elektronischen Anzeigen, sondern die haben Scheiben, die man dran tackern muss. Oft findet man keine Tacker auf der Schießbahn. Nehmt euch einen mit, auch das erspart Stress. Ein Zentimetermaß, um immer die Ablagen noch mal kontrollieren zu können an der Scheibe. Was ich immer gerne mitnehme, sind zweifarbige Stifte, einfach um Schüsse abstreichen zu können, damit es nicht zu Verwechslung kommt bei den verschiedenen Schussgruppen. Dann Munition, die Munition, die ihr auch für die Jagd benutzt. Innerhalb von Losen bzw. bei unterschiedlichen Munitionen kommt es auch zu Ablagen, teilweise signifikante Ablagen. Was gerne vergessen wird, wenn ihr eine Waffe mit Magazin habt, das Magazin. Auch das zu Hause kontrollieren, dann seid ihr nicht genötigt, die Patronen einzeln nachzuführen und könnt schöne Gruppen schießen. So, und der nächste Punkt dürfte logisch sein. Ihr braucht eure Waffe, eure Optik, so wie sie konfiguriert ist. In unserem Fall haben wir eine Bergara KK-Büchse, aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Möglichkeit, mit einer Waffe zu trainieren, weil es ein bisschen kostengünstiger ist. Ich persönlich gehe sehr gerne auf Kaninchenjagd und nehme dafür eine KK-Büchse. Hat verschiedene Vorteile, was Hintergrundgefährdung etc. angeht. Und was haben wir jetzt hier für eine Optik da? Ihr seht es, es ist schon ein bisschen unüblicher als normal. Wir haben eine Minox LR 5-25 Optik. Wieso LR? Steht für Long Range. Die LR-Optik ist ein abgespecktes ZP5. Ich habe bereits auf meinem eigenen Kanal ein Video dazu gemacht, wo ich die Unterschiede erkläre. Heute wollen wir mal mit dem LR arbeiten. Wieso? Wir haben zwei Verstelltürme, die offen sind. Hier kann man sehr gut nachvollziehen, wie die Verstellschritte sind. Und wir haben dort drin ein Absehen, was mit den Verstellschritten harmoniert, ein sogenanntes Mill-Absehen. Auch hier habe ich in dem Online-Kurs fürs 300-Meter-Schießen, aber auch auf dem Deutschen Jagdblog ein Video gedreht, was das ist, wie es funktioniert. Ich verlinke es euch hier oben und unten im Text. Weiterhin wichtig, besorgt euch
gute Auflagen, am besten für den Vorderschaft und den Hinterschaft. So könnt ihr die Waffe sauber betten, nachher fürs Richten beim Bore-Sighting, worauf ich gleich zu sprechen komme. Und die Waffe liegt ruhig, ihr könnt sehr präzise Schüsse damit abgeben. Weiterhin, wir haben es jetzt als Ergänzung hier dabei, Geschwindigkeitsmessgeräte. Das ist keine zwangsläufige Voraussetzung, die ihr benötigt, um eine Waffe sauber einschießen zu können. Aber wir nehmen es ganz gerne als Kontrolle, wie die Fabrikmunition ja, gefertigt ist. Hat man Unterschiede in den Geschwindigkeiten? Weil auch hier kann es zu großen Abweichungen kommen, was dann ein Grund für Treffpunktverlagerung ist. Wir gehen dazu über, das erste Einschießen nach der Montage eines Zielfernrohrs zu machen. Hierzu gehen wir folgendermaßen vor. Wir fangen an mit einem Bore-Sighting, dass wir die Laufseelenachse auf die Visierlinie möglichst übereinbringen. Und danach gehen wir dazu hin, dass wir die Optik feinjustieren. Und genau das wollen wir jetzt machen. So, wir haben gesagt, das Erste, was wir machen, wenn wir ein Zielfernrohr neu montiert haben, ist ein Bore-Sighting. Ja, gut, wieder amerikanische Begrifflichkeiten. Aber worum geht's? Eigentlich sagt der Begriff das ganz gut aus. Wir richten über den Lauf die Waffe auf das Ziel aus und probieren dann die Optik dahin zu justieren, dass wir zumindest mal auf die Scheibe kommen. Oft gelingt das ganz gut. Manche sagen, die können das auf einen Zentimeter genau. Das möchte ich mal in das Land der Mythen verschieben. Aber man kriegt es hin, dass man zumindest mal auf 100 Meter auf die Scheibe kommt. Was macht man? Man geht hin. Man entnimmt den Verschluss, hat seine Waffe sauber gebettet und dann schaut man durch den Verschluss aufs Ziel, richtet die Waffe auf die Zielscheibe aus. Wie kann man das möglichst genau machen? Ihr seht am Ende drei, ja, mehr oder minder Kreise, wenn ihr durch den Lauf durchguckt. Das ist einmal vorne die Mündung, das ist der erste Kreis. Dann der Übergang des Laufs ins Patronlager, das ist der nächstgrößere Kreis, der kommt. Und dann das Patronlager selbst ist quasi dann der dritte Kreis, der als größtes da ist. Diese drei Kreise seht ihr. Und wenn die alle möglichst gleich zueinander sind, ist der Lauf gerade. Ihr richtet den Lauf auf die Scheibe aus, bettet die Waffe, dass sie fest ist. Wenn das passiert ist, ist der nächste Blick durchs Zielfernrohr. Und jetzt schaut ihr, dass die Absehmitte möglichst auf der Scheibenmitte ist. Von der Theorie her, die Laufseelenachse zeigt jetzt genau dahin, wo das Zielfernrohr hin zeigt. Und rein theoretisch müsste die Laufseelenachse jetzt mit der Visierachse in der Scheibenebene sich schneiden. Und das probieren wir jetzt mal. Hier muss man nicht zwangsläufig eine Dreierschussgruppe abgeben. Es reicht in dem Fall jetzt erstmal einen Schuss abzugeben, um zu kontrollieren, dass man auf der Scheibe ist. So, wir haben das Bore-Sighting durchgeführt. Das heißt, ich habe die Laufseelenachse auf das Zielfernrohr justiert, indem ich Höhen- und Seitenverstellung so lange gedreht habe, bis die gerichtete Waffe auf der Scheibenmitte ist. Was haben wir jetzt da vorne? Wir haben vorne eine Zielscheibe angebracht. Der schwarze Punkt hier in der Mitte ist auch die Zielmitte der elektronischen Anlage. Und ich werde jetzt einen Schuss nach dem Bore-Sighting abgeben auf die Scheibenmitte. Und wir hoffen mal, dass wir nicht die GoPro treffen, sondern die Scheibe. Wir sind 8 cm hoch und 7 cm rechts. Und das Ganze werden wir jetzt korrigieren, indem wir über unsere Klickverstellung von dem Schuss, den wir dort sehen, zur Zielmitte hin korrigieren. Das ist die deutsche Denkweise. In Realität verschiebt ihr das Absehen auf den Treffpunkt. Wir denken aber umgekehrt, wir müssen jetzt in dem Fall, dass wir 7 cm rechts sind, 7 cm nach links klicken. Wir klicken 7 cm nach links, indem wir 7 Klicks nach links verstellen. Wieso 7 Klicks? Ein Klick in dem Fall ist 1 cm.
In der Regel findet ihr aber auch auf dem Zielfernrohr selbst die Angaben, wie geklickt werden muss. Hier handelt es sich eben um eine Milchverstellung, also 1 cm auf 100 Meter, respektive 2 cm auf 200 Meter aufgrund der Proportionalität. Und das führen wir jetzt durch. Ich korrigiere 7 Klick nach links. Und ich korrigiere 8 Klicks tief. Und jetzt seht ihr, was zum Beispiel auch der Vorteil von solchen Verstelltürmen ist. Hier ist eine sogenannte Mill-Skala dran, die mir eben anzeigt, wie viel ich verstelle. Der Abstand zwischen zwei kleinen Strichen ist 0,1 Mill, zwischen zwei großen Strichen 1 Mill, also 10 cm auf 100 Meter. Und das macht diese Optiken dann so speziell gegenüber den jagdüblichen Optiken, wo man in der Regel verdeckte Verstelltürme hat. Was machen wir jetzt? Wir geben einen weiteren Schuss ab und schauen, wo wir landen. Wir werden es gleich auf der Scheibe vorne nochmal im Detail auswerten, wo er dann letztendlich liegt, um eine möglichst hohe Aussagekraft darüber treffen zu können, wo der reale Treffpunkt ist, ist es ratsam, immer eine 3-Schuss-Schussgruppe abzugeben. Oder 5 Schuss, eine ungerade Anzahl an Schüssen. Wieso? Wir haben es bereits im Unterricht erklärt für den Online-Kurs der präzise Schuss auf 100 Meter, wie man den Flächenschwerpunkt einer 3-Schuss-Gruppe bzw. einer 5-Schuss-Gruppe ermittelt. Und genau das machen wir gleich. Beziehungsweise in dem Fall hier nimmt uns die elektronische Anlage diese Arbeit ab. Also geben wir jetzt noch 2 weitere Schüsse ab, um zu verifizieren, dass wir tatsächlich in der Zielmitte sind. Was sehen wir an dem Schießergebnis? Ich habe noch mal einen Schuss mehr gemacht. Einer ist links hoch, alle anderen sind Loch in Loch vorne auf der Scheibe. Zu solchen Ausreißern kann es kommen. Es kann verschiedene Gründe haben. Meistens liegt es am Schützen. In dem Fall wird es wahrscheinlich am Schützen gelegen haben. Aber, und das machen wir ganz gerne, dafür haben wir diese Referenzmessgeräte dabei. Die messen die Mündungsgeschwindigkeit der Patronen bzw. der Geschosse. Wie schnell ist das Geschoss beim Verlassen des Laufs? Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken, wir haben im Mittel 665 Meter pro Sekunde. Der höchste war 678 Meter pro Sekunde und der niedrigste war 635 Meter pro Sekunde. Und es ist tatsächlich so, der Schuss, der abgegangen ist, war der mit 635 Metern pro Sekunde. Das heißt, wir haben innerhalb eines Munitionsloses einen sehr großen Schwankungsbereich der Mündungsgeschwindigkeit, was auch zu Ablagen führen kann. Das kann halt nun mal passieren. Und deswegen lassen wir gerne diese Geräte mitlaufen, um möglichst viele Fehler auszuschließen. Naja, und dann schauen wir uns doch jetzt mal das Ergebnis an. Danach werde ich die Türme nullen, so nennt sich das. Das heißt, ich löse die Madenschrauben und setze die Eichskala aufeinander. Jetzt weiß ich, die Waffe schießt Fleck auf 100 Meter und das ist mein Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte, die jetzt in dem Video folgen. Um unseren inneren Monk zu befriedigen, machen wir es jetzt ganz genau und es kommt auch ein bisschen das zu tragen, was ich eingangs erwähnt habe, Stifte und Zentimetermaß. Was finden wir jetzt hier vor? Wir haben die Scheibe, wie gezeigt, vorne auf dem Scheibenspiegel. Der erste Schuss nach dem Bore-Sighting, das war der hier oben. Nachgemessen 7 rechts und 8 hoch. Wir haben korrigiert 7 Klick nach links und 8 Klick runter und sind dann hier gelandet. Um es ganz genau zu machen, das war der erste Schuss, das war der zweite Schuss, das der dritte und das der vierte.
Der dritte Schuss, ja, es hat eine Geschwindigkeitsvariation der Munition gegeben, aber diese Ablage rechtfertigt das im Grunde genommen nicht. Also das muss ein Schützenfehler gewesen sein. Aber die anderen drei Schuss liegen in einem Zentimeterumkreis zusammen und das spricht eigentlich sehr dafür, dass das die Treffpunktlage ist. Um jetzt die Waffe hundertprozentig genau zu justieren, stellen wir noch einen Zentimeter nach links und somit schießt die Waffe Fleck. Jetzt haben wir die Waffe Fleck eingeschossen. Wir werden die Türme noch eichen, sodass die Eichmarken aufeinander liegen. Und das ist unser Ausgangspunkt für alle weiteren Tests. Was machen wir jetzt gleich? Wir machen einen sogenannten Boxtest, wo wir überprüfen, ist die Verstellgenauigkeit der Waffe hundertprozentig korrekt. Wie gehen wir dabei vor? Wir nutzen die große Scheibe, die wir hier sehen. Das sind immer einzelne Punkte, die 10 cm auseinander liegen. Wir nehmen den Punkt in der Mitte und von denen ausgehend verstellen wir die Optik in 10 cm Schritten oder 20 cm Schritten. Umso mehr ihr verstellt, desto präziser wird die Aussage, ob die Wiederholgenauigkeit exakt ist. Das heißt, wir halten immer mit dem gleichen Haltepunkt an, verstellen aber über die Verstelltürme Höhe und Seite. In der Regel ist es so, dass man zuerst die Seite verstellt, dann die Höhe, Seite, nach unten und wieder zurück zum Ausgangspunkt. Immer der gleiche Haltepunkt und die Schüsse müssten dann entsprechend der Verstellung, die ich vornehme, wandern. Im Idealfall ist der letzte Schuss in dem ersten Schuss drin. Dass es geht, haben wir hier gezeigt. Im nächsten Schritt eichen wir die Türme, sprich wir setzen die Eichmarken aufeinander. Dazu löse ich die beiden Madenschrauben. Wichtig ist, die Madenschrauben nicht komplett rausdrehen, die gehen gerne verloren. Nur lösen, sodass der Turm frei beweglich ist. Jetzt gucke ich, ist er frei beweglich, klickt nicht mehr, sehr gut. Ich bringe die Eichmarken übereinander. Und kann jetzt die Madenschrauben wieder festziehen. So, die erste Eichmarke haben wir jetzt genullt und im zweiten Schritt nullen wir noch den Seitenturm und gehen dabei genauso vor. Wir werden die Madenschrauben lösen und dann den Turm verstellen, sodass die Eichmarken übereinander passen. Und als zusätzliche Kontrollfunktion wird Robert meine Schüsse über das Spektiv von Minox kontrollieren. Hier haben wir ein Absehen in der ersten Bildebene verbaut, was ebenfalls ein Mill-Absehen ist, womit man ja, Schussablagen vermessen und kontrollieren kann. Und Robert wird mir die Treffpunktlage in Ablage in Mill jeweils ansagen, sodass ich eine zusätzliche Kontrolle habe, ob ich richtig verstellt habe oder eben nicht. Alles klar, Rob, ich verstelle 2 Meilen nach links. 01 tief, 01 rechts. Ich verstelle 1,5 Meilen hoch. Treffer. Ich verstelle 4 Meilen rechts. 4 rechts, verstanden, Feuer. Ich verstelle 1,5 Meilen tief. 01 hoch, 02 links. Ich verstelle 2 Meilen links. 2 Meilen links, verstanden, Feuer. Treffer zünden. So, ihr seid jetzt Zeuge von so einem Boxtest geworden. Wir schneiden es euch natürlich mit der GoPro rein, die Schießergebnisse. Es ist real erschossen. Was habe ich gemacht? Ich habe Rob die Ansagen der Verstellwege in Mil durchgegeben. Also letztendlich hätte ich auch die Klicks ansagen können. 2 Mil ist in dem Fall 20 Klicks als Beispiel. 1,5 Mil wären 15 Klicks. Und ich habe jetzt einmal eine Box geschossen. Und wie ihr seht, der letzte Schuss liegt exakt dort in der Zielmitte, worauf wir das Zielfernrohr eingeschossen haben. Was ich parallel gemacht habe, ich habe über das Absehen eben kontrolliert, passt das mit den Millabständen. Das heißt, man könnte diesen Boxtest auch rein über das Absehen schießen, würde dann auch funktionieren. Jetzt haben wir die Sicherheit,
Unser Minox LR schießt dahin, wo wir hinschießen wollen. Und ich habe eine wiederholgenaue Verstellung. Das heißt, wir können uns ab jetzt immer sicher sein, entweder, wenn ich daneben schieße, habe ich falsch geklickt oder es liegt einfach am Schützen. Weiterhin haben wir gesehen, das Spektiv. Man konnte super die Schusskorrekturen durchgeben. Und das ist das Schöne daran, das Absehen aus dem Spektiv harmoniert mit den Klickverstellungen und dem Absehen in diesem Zielfernrohr, wodurch man halt im Team sehr, sehr gut arbeiten kann. Logischerweise, wir werden das jetzt testweise mit der KK-Büchse auf der Kaninchenjagd ausprobieren. Was wir natürlich machen im Zuge des Projektes 2024, unsere Long-Range-Büchse. Wir werden das auf verschiedenen Waffen montieren, bis wir dann letztendlich unsere Long-Range-Büchse gefunden haben, mit der wir dann auch auf die Jagd gehen. So, und weil der Micha uns das ja gerade so geil erklärt hat, werde ich das Ganze nachmachen. Und zwar mit einer Optik, die so ähnlich oder ja ziemlich ähnlich aussieht wie das LR, was wir gerade auch an der KK-Büchse gesehen haben. Das haben wir hier nochmal als Profi-Optik für Long Range. Was ist denn das, Micha? Ja, also im Grunde genommen, das ist die zweite Optik im Bunde für unser Projekt. Nennt sich ZP5, Minox ZP5, von den Grunddaten her ähnlich, 5 bis 25 x 56er Glas. Die gleichen Verstelltürme, das gleiche MR4-Absehen, wie es sich nennt, drinne. 11-stufige Beleuchtung, Parallaxe von 0 bis 100. Im Grunde genommen klingt das ja jetzt erstmal gleich. Ne? Man hat halt hier ein paar Besonderheiten, weil das eine Optik ist, die ja fürs Behörden ausgelegt ist. Das LR, du hast ja gemerkt, das lässt sich relativ einfach verstellen. Ja, das hier ist schon ein bisschen, sag ich mal, rigider in der Verstellung. Ne? Ja, wahrscheinlich deutlich rigider. Ne? Das, normalerweise, die Behörden haben gern gesperrte Türme. Ja. Man hat sich hier gegen gesperrte Türme entschieden, aber dafür halt diese Schwergängigkeit der Verstellung. Du hörst das schon. Du hörst es schon anders an, ne? Genau. Das ist ein großer Unterschied. Und dann das, was dir beim Dioptrien-Einstellen aufgefallen ist, kann ich gar nicht drehen. Richtig, weil der Dioptrien-Ausgleich sperrbar ist. Auch das häufige Forderung eben bei den Behörden. Hier liegt die Würze quasi im Detail. Ne? Diese Optik erfüllt den Milchspeck-Standard. Ist zwar nicht nach Milchspeck zertifiziert, aber erfüllt den Milchspeck-Standard. Heißt, Linsen sind anders vergütet, Linsen sind anders gelagert. Jede Schraube ist kontrolliert und gesichert. Es wird eine andere QS durchgeführt. Das ganze Innenleben des Glases ist rigider, robuster konstruiert. Also im Grunde genommen, was wir früher mal gemacht haben, du springst aus 15.000 Metern Höhe und tauchst danach 30 Meter tief. Das kann dieses Glas, wenn man sowas haben möchte. Und ich kann es mit meinem Gewissen fast nicht vereinbaren, nicht so ein Glas zu haben. Muss man zum ZP greifen, aber gleichzeitig auch viel tiefer in die Tasche greifen gegenüber dem LR. Ne? Naja, gut, das ist es halt. Ne? Wenn du halt, wie beim Auto auch, wenn du Extras haben willst, dann kostet das. Das ist leider das Gesetz der Marktwirtschaft. Aber, und das wollen wir ja jetzt im Laufe des Projektes mal überprüfen, was ist der Unterschied, ne? Und wo sind die Grenzbereiche, wo es sich dann bemerkbar macht. Ja. Ne? Wir haben ja die Long-Range-Büchse noch nicht. Das heißt, wir sind ja im Grunde genommen noch in der Entscheidungsfindung und die Optik ist somit schon mal entschieden, zumindest eine davon. Wie man sieht, ist das ja auch keine Long-Range-Büchse. Aber um den Boxtest, den Micha gerade gezeigt hat, auch mal mit einer 308 durchzuführen, reicht hier meine Blaser R8 vollkommen aus. Wir schauen einfach mal, wie lässt sich das Glas justieren und werden dann den Boxtest, den wir gerade mit 22 WMR gemacht haben, jetzt mit einer 308 Winchester durchführen. So, Michael hat uns ja gerade gezeigt, wie das Bore-Sighting funktioniert. Ich versuche das mal nachzumachen. So, was sagt er? Das mit den drei Kreisen, ne? Ja, das habe ich auch irgendwie verstanden. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Die Scheibe ist hier durch den Lauf zentriert. Ich schaue mal in mein Absehen. Oh! Würde ich so jetzt einen Schuss abgeben, dann würde ich die obere Schießbahnmarkierung treffen. Definitiv. Also ich muss hier ein kleines bisschen runter. Nicht nur ein kleines bisschen, sondern ein kleines bisschen mehr. Ja, wir haben vorhin hier rumgedreht, ne? Michael, das war der Punkt. Einfach mal rumgedreht. So.
Mal nachjustieren. Ah, jetzt müsste ich auf der Scheibe sein. Ich gehe noch ein bisschen runter. Jetzt ist das Ding zentriert. Also für mich sieht das jetzt gut aus. Ich müsste so auf die Scheibe kommen, dass wir einen justierbaren Treffer erzeugen. Schauen wir mal, ob das auch so funktioniert. Also die Bildschärfe, ist einfach abartig. Sorry, dass ich das so sagen muss. Jetzt wie so ein kleines Kind freue ich mich gerade. Harry Knitter. Zack, rein runter. Ja, da würde ich sagen, das ist genügend eingeschossen, um jetzt mal den Boxtest zu machen, ne? So, Andi, dann dreh mal 20 Klicks nach links. 20 Klick links liegen an. 20 Klick hoch. 20 Klicks hoch. Ja. Jetzt klick mal bitte 40 Klick nach rechts. Jetzt klick bitte mal 20 Klick tief. Zielmitte, 20 cm rechts, Höhe passt. Jetzt klickst du bitte mal 20 cm links. Ein Zentimeter links, halben Zentimeter hoch. Höhe, Zielmitte, einen halben Zentimeter links. Sehr gut. Das passt. Das passt. Das passt. So, kommen wir zur Zusammenfassung dessen, was wir jetzt hier getan haben. Wir haben es ja unter den Scheffel gestellt. Wir wollen einmal grundständig erklären, wie man eine Optik einschießt. Das haben wir gemacht. Wir haben einen Boxtest gemacht und das anhand der Minox-Optiken, die wir zukünftig für das Büchsenprojekt 2024 benutzen werden. Also ich bin tief beeindruckt. Ja. Ja, also die Bildleistung, die Bildschärfe, die Abbildungsleistung. Abbildungsleistung ist so ein Wort, was ich gerne verwende. Hier ist es einfach mal die Detailschärfe der Optik. Ja. Also die hat mich echt beeindruckt. Und darüber hinaus, wie super letztendlich die Trefferlage den entsprechenden Klicks an den Türmen folgt. Ja. Das ist echt tipptopp. Ja, und ja gut, wenn man den Brückenschlag schlagen will zu unserem Einleitungsvideo, ne, da kamen ja die verschiedensten Kommentare, es ist wieder Blaser-Werbung, Tritratolala, ne, oder CCO. Ja, es, in dem Fall ist es halt ein Minox geworden, entgegen dem Glas, was wir da exemplarisch dargestellt hatten. Aber das Prinzip ist das gleiche. Es ist nicht mehr eine Jagdoptik, sondern wir haben eigentlich schon eine Long-Range-Optik. Ja, das sind jetzt nicht die richtigen Waffen, die diese Zielfernrohre gerade beherbergen. Da müssen die entsprechenden Waffen noch untergeschnallt werden. Aber letztendlich konnten wir hier zeigen, wie gut sich die Zielfernrohre einschießen lassen und wie sauber die Verstelltürme arbeiten. So, und wir werden es natürlich in ähnlicher Konfiguration jetzt zunächst zu Beginn der Saison mal in der Praxis probieren, bis dann die richtigen Waffen da sind und wir komplett loslegen können. Das machen wir. Ja, Mann, das wird geil.